Auch in Reichenbach liegen mittlerweile die Nerven blank. Vielleicht fährt der Scheißzug ja ganz woanders lang. Ronny, der Zug kommt. Der muss hier umkoppeln. Leise! Runter! Da ist was. Scheiße, die Polente kommt. Fuck das. Denn ausgerechnet auf dem Bahnhof, den sich Jörg, Jens und Ronny für ihre Flucht ausgewählt haben, sollen auch die Ausweise der Zuginsassen eingezogen werden. Da hat's Blut gekocht, bloß noch. So, jetzt ist es soweit, der Punkt. Eigentlich zum Greifen nah und trotzdem unendlich weit weg. Personalausweise. Dann passierte Folgendes. Ich habe meinen eigenen Augen nicht getraut. Einer von den dreien, der fragte nach dem Pass. Der wurde ihm gegeben, der gab ihm dem zweiten, der guckte sich ihn an und gab ihm dem dritten, der tat ihn in den Koffer. Ein völlig absurdes System. Schließen. So, jetzt geht's los. Wir haben gesagt, wenn uns hier versucht, jemand aufzuhalten, den machen wir platt. Ja? Und wenn geschossen wird, dann muss jeder selber sehen, was er macht. Alles oder nichts. Ich war der Erste, bin vorne weggerannt. Der Ronny hat aber sich eine Woche vorher einen Fuß verdreht gehabt. Er konnte nicht so schnell rennen. Der war als Dritter hinterhergerannt.